Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute zeige ich euch, wie cool man einen Westfalia Columbus umgestalten kann. Und dazu fangen wir mit diesem wunderschönen Schmuckstück neben mir an. Ein ganz normaler Columbus 600D mit einem ganz normalen Maxi-Chassis. Normale Stahlfelgen, normales Fahrwerk, so wie wir den haben kommen lassen. Dass das ein super schönes Auto ist und was wir daran alles gemacht haben, zeige ich euch im Verlauf des Videos. Der hat angefangen beim Jena Soundsystem über maximale Batterie, Leder, super schöne, ganz viele Details drin. Aber das, was ich euch heute zeigen will, weil der nämlich in Kürze weggeht, sind die verschiedenen Varianten, die da sind. Wir haben nämlich, damit es nicht langweilig ist, nochmal genau das gleiche Auto hier vorne stehen, was wir schon mal umgebaut haben für euch, damit ihr da einen guten Eindruck von bekommt und einfach eine Idee habt, was man mit den Autos machen kann. Auch dieses hier ist nämlich ein wunderschöner Westfalia Columbus 601, der morgen nach ein bisschen Verspätung, schöne Grüße, endlich rausgeht. Und zwar haben wir den hier mit einem Luftfederfahrwerk, also eine Zusatzluftfeder an der Hinterachse und Komfortfedern vorne höher gelegt und mit meiner Meinung nach super schick zu dem Auto passenden Felgen ausgestattet, weil wir gedacht haben, dieses klassische schwarz glänzend, schwarz matt Konzept. Wir haben schwarz matten Streifen hier in der Mitte. Wir haben den glänzenden Lack. Wir haben wieder schwarzen Kunststoff und schwarz matten Reifen und dann wieder eine schwarz glänzende Felge. Das hier ist die Typ 22 Felge von OAC und das, was dieses Fahrzeug drin hat, ist auch dieses sogenannte All-Terrain Paket von OAC. Das heißt, mit der Höherlegung durch Komfortfedern vorne und der Zusatzluftfeder an der Hinterachse. Als Reifen haben wir uns jetzt hier für die Loderbereifung von Delta, was ich gerade neulich gelernt habe, dass die Inhaberfamilie der Firma Delta Loder heißt und daher die Namensgebung kommt. Man lernt halt nie aus. Die einfach, finde ich, auch gut zu dem Auto steht. Da hättet ihr die Wahl zwischen Schrift nach innen oder Schrift nach außen. Und damit man hier sieht, dass das eine All-Terrain-Bereifung ist, haben wir gedacht, die machen wir nach außen. Weil das ganze Auto, wenn man so einen halben Schritt zurücktritt, finde ich, richtig gut aussieht. Was der Wagen noch dazu bekommen hat, ist jetzt in dem Zusammenhang hier vorne auch von Delta der Personenschutzbügel mit den Fernscheinwerfern, die wir natürlich gekoppelt haben mit dem normalen Fernlicht vom Fiat, dass man die übers Fernlicht mit anschalten kann. Aber man kann das natürlich auch trennen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, schickes Auto, aber eigentlich hätte ich doch viel lieber zu so einem Loderreifen der Firma Delta auch die passenden Felgen, dann würde ich sagen, schauen wir uns an, wie das Ganze aussieht und springen jetzt genau dort zu dem Auto. Und nur 2 Monate später stehen wir vor dem fertigen Produkt, was da ist. So sieht das gleiche Auto aus, wenn es die schicken Delta-Felgen drauf hat. Und wir haben nicht nur die Delta-Felgen geändert, wir haben die ganze Außenfarbe geändert. Wir haben alles einmal neu und anders gemacht. Und wie das aussieht, gucken wir uns jetzt an, weil das schon, ich denke ja jedes Mal, hey, wir haben jetzt das coolste Auto gebaut. Und dann kommt immer noch mal einer um die Ecke und sagt, aber ich setze noch einen drauf. Und für uns ist das die erste Vollfolierung. Und ich muss ganz klar sagen, das ist cool. Damit ihr einen guten Eindruck bekommt, zeigen wir euch jetzt erstmal ein paar schöne Bilder von außen im Licht und dann gucken wir uns im Detail an, wie viel Liebe zum Detail in den einzelnen Dingen drinsteckt. Viel Spaß, genießt die Bilder. Ja, gut geworden, oder? Ich finde, das Auto steht mega fett da und das ist so eine Farbe, die stelle ich mir sehr unauffällig vor, wenn ihr irgendwo in der Natur steht und trotzdem ist die ein richtiger Eyecatcher, wenn man irgendwo ist.
Gerade jetzt in der Welt, wo Fiat nicht mehr so viel Vielfalt in der Farbauswahl hat, könnte ich mir vorstellen, Folierungen nochmal zu machen. Aber lasst uns mal im Detail gucken. Wir haben so viele Kleinigkeiten mitgemacht. Zum Beispiel haben wir hier den ganzen Kühlergrill, der eigentlich schwarz glänzend ist, haben wir gesagt, hey, das machen wir doch in der gleichen Farbe. Wenn ihr sagt, die finde ich mega gut, ich habe mir extra nochmal rausgesucht, wie die heißt. Charcoal Matte Metallic. Ein super Folierer, hat er, glaube ich, den Kunden sehr, sehr gut beraten. Wenn ihr sowas auch machen wollt, wir verlinken euch einfach mal unten in der Videobeschreibung den Facebook-Account von unserem Folierer. Schaut euch das mal an. Der macht das hier für unsere Kunden gerne auch mit. Und dann kommt es wirklich auf die Liebe zum Detail an. Wir haben das Westfalia-Logo. Das ist übrigens der erste von dem Video, der vorhin mit den Stahlfelgen und allem, nicht der mit den OAC-Felgen, sondern das Auto, was so ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber normal aussah, das ist das Auto, wo wir jetzt vorstehen. Wir haben das Westfalia-Logo hier gemacht. Wir haben die kleinen verchromten Blenden, die der Fiat hier vorne eigentlich mit drauf hat, mit in der Wagenfarbe foliert. Wir haben alles runtergenommen, was vorher Westfalia war, also die Windrose, die Columbus-Schriftzüge und all solche Dinge. Und was bei diesem Auto langfristig noch passieren wird, ist, dass noch einzelne, ich weiß bis heute nicht, wie es richtig heißt, coole Markenembleme, coole Hobbyembleme, sowas wie ein Foilsurfer, ein Kitesurfer, eine Gebirgslandschaft. Nur der Kunde hat gesagt, wir lassen das jetzt erstmal so wirken und gucken wirklich, was zu uns passt, worauf wir Spaß haben und was da schön ist. Und dann ist es eben die ganze Seite rüber. Das Gute bei so einem Aufstelldach ist, dass wir im Prinzip nur die Seite haben und obendrauf das Ganze nicht folieren müssen, weil dieses ganze Dach ja sowieso Solaranlage ist und mit 350 Watt Solar auf dem Dach auch volle Leistung bringt. Das heißt, ihr habt ungefähr ab hier bis nach hinten komplett Solar und den Rest des Daches haben wir schwarz gelassen. Weil man bei einer Folierung ja immer sagen muss, umso größer der Kontrast zwischen der Farbe, die foliert wird, und der da drunter ist, umso deutlicher sieht man das. Weil ja um die Griffe rumfoliert wird und überall ranfoliert wird. Und wenn ihr zum Beispiel ein weißes Auto unter habt, würde man, wenn man hier in die Kante reinguckt, alles in weiß sehen. Dadurch, dass hier das Basisfahrzeug schwarz ist, hat man damit überhaupt kein Problem. Der Columbus, den ihr eben gesehen habt, also erstmal muss ich mich da korrigieren, da habe ich irgendwie im Eifer des Gefechts gesagt, das sei ein Delta-Stoßfänger vorne, Bullfänger vorne, das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist derselbe OAC-Bullfänger, wie er hier ist. Das heißt, im Detail nochmal hier drauf gucken. Wir haben die Lightparts-Scheinwerfer. Ich habe immer noch meine Sportverletzung, deswegen komme ich nicht mit euch nach unten, dann komme ich nämlich nicht wieder hoch. Und hier den Bügel, Frontbügel mit dabei. Die Scheinwerfer sind so geschaltet, dass wenn ihr das Fernlicht mit anmacht, sie automatisch mit angehen können, ihr sie aber auch vom gesamten Auto trennen könnt. Und gerade die Front ist, finde ich, was mega stark ist, weil oben auch die schwarz glänzende Fläche von dem Skyroof wir rundherum mit in dem Matt foliert haben und so einfach nochmal das Auto, finde ich, auf ein ganz neues Level gehoben haben. Dann haben wir hier, sieht aus wie eine Sogtoilettenentlüftung verbaut. Aber da verbirgt sich noch was ganz Spannendes anderes hinter. Das ist nämlich auf eine Arvinger Trenntoilette umgerüstet. Das sehen wir gleich, wenn wir drin im Auto sind. Und dann haben wir hier hinten auch noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Es ist nicht klopf, klopf, klopf herein, sondern es ist eine massive Riffelblechstoßstange hinten. Und manchmal stößt man erst während des Machens auf die Probleme, die dabei auftauchen. Wir haben das Auto natürlich mit vielen Assistenzsystemen, Rückfahrkamera, elektronischem Rückspiegel und so weiter bestellt und natürlich auch mit Parksensoren. Schlecht, wenn man eine Riffelblechstoßstange hat, weil man die ja mit umsetzen muss. Und es hat eine ganze Menge Arbeit gemacht, die Halterung und alles umzusetzen. Aber ich finde auch hier, dass das Resultat am Ende uns bzw. dem Kunden recht gibt. Jetzt diskutieren wir ja bei jedem Auto immer, wo ist der Kompromiss zwischen Fahrkomfort plus und Felgen und Höhe und Optik und all solchen Dingen. Ich glaube, das, was man ganz klar sagen kann, dieses Auto kann man so als Referenz hinstellen. Ich kann es euch jetzt nicht zur Probefahrt geben, sondern das muss man einfach an dieser Stelle akzeptieren. Aber diese Kombination aus 18 Zoll Felgen mit Geländebereifung. Klar, könnte man Ganzjahresreifen oder Sommerreifen nehmen, dann wäre der Fahrkomfort noch einen kleinen Tick besser. Aber das Feedback, was wir von den Kunden wiederbekommen mit diesen Loderreifen, ist sensationell gut. Dazu haben wir die Luftfeder an der Hinterachse von VB. Das heißt, es ist sowieso schon 4,25 Tonnen Chassis ab Werk gewesen. Auflasten mussten wir hier nichts.
und vorne die Höherlegungsfedern von VB. Jetzt haben wir aber gesagt, können wir nicht noch irgendwie einen mehr machen, ein kleines bisschen mehr. Und wenn ihr hier reinguckt, dann seht ihr da so ein bisschen was rot durchschimmern, nicht nur an der Hinterachse, sondern auch an der Vorderachse. Zusätzlich zu den komplett geänderten Federn haben wir die Dämpfer vorne und hinten ausgetauscht gegen ein Koni-Fahrwerk, was nochmal viel mehr auf kleine Stöße und Veränderungen im Fahrverhalten einwirkt. Das hatten wir bei unserem Vorgänger Columbus auch. Wir hatten ja letztes Jahr so einen grauen Columbus als quasi Präsentationsfahrzeug für uns. Und gerade bei so einem Auto, wo ich eine Markise habe, wo ich das Aufstelldach dran habe, wo ich ja schon einen hohen Schwerpunkt habe, merke ich natürlich massiv, wenn ich über die Luftfeder, über ganz andere Stoßdämpfer ein ganz anderes Fahrverhalten habe. Der einzige Nachteil daran, dass wir das hier gemacht haben, ist, dass der Kunde leider das Serienfahrwerk nicht vorher gefahren ist und daher gar nicht so richtig zu schätzen weiß, wie cool das ist, was er hier fährt. Vielleicht kann er sich irgendwo mal einen ausleihen und probeweise fahren. Zu so einer Vollfolierung gehört es natürlich selbstredend mit dazu, dass wir die Schiebetürschiene hier so schwarz wie möglich machen, dass die Blende der Trittstufe so schwarz wie möglich ist, die Trittflächen natürlich nicht, um einfach Stück für Stück so viel Glänzendes wie möglich rauszunehmen. Markise ist selbsterklärend. Was wir zusätzlich gemacht haben, ist, dass wir eine Kederleiste mit eingezogen haben, dass man auch mal ein Sonnensegel, ein Vorzelt oder sonstiges einfach so mit reinziehen kann. Und dadurch, dass das auch schwarz ist, fällt das in dem Gesamtpaket überhaupt nicht auf. Nur Charcoal, Matt, Metallic, schwarz matt und schwarz glänzend. Was anderes sollte man an diesem Fahrzeug nicht finden. Ich finde ihn auf jeden Fall mega cool. Und ich bin stolz auf das Ergebnis, hat aber auch lang genug gedauert, bis wir hier angekommen sind und geht eben dann auch nur mit Partnern. Deswegen, Alex, danke nochmal fürs Folieren und dass du uns auch so dazwischen geschoben hast. Und ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt, ob das Innere dieses Fahrzeugs hält, was das Äußere verspricht. Ich weiß ja schon, dass es stimmt, deswegen folgt mir einfach. Und ich würde sagen, auch das ist genauso cool, wie man es von draußen erwartet. Wir haben hier schwarzes Leder, abgesetzt mit der Rautensteppung. Das lockert, finde ich, jede große Fläche nochmal auf. Kombiniert mit der Westfalia Windrose in den Sitzen eine super schöne Sache. Und das natürlich auf allen vier Sitzen, dass das eine edle, schicke Sache ist. Dadurch, dass wir das Aufstelldach drauf haben, hat der natürlich hier hinten nicht das Zusatzbett, sondern den großen Kleiderschrank, wo sich auch der Tisch mit drin versteckt, dass man nochmal richtig viel wegstauen kann. Und das ist auch was ich von meinem eigenen Columbus noch weiß, wenn ich mir überlege, wie viele Jacken und solche Dinge wir da drin hatten und noch was auf dem Boden und hier was und an der Seite ein Haken. Der schluckt richtig, richtig viel. Aber ich will euch heute jetzt nicht mit den Details zum Columbus 601 langweilen. Da haben wir so viele schöne Videos gemacht. Unser eigenes Fazit zum Columbus 601 könnt ihr euch in unserem Video zu unserem eigenen Auto anschauen. Da habe ich so ein bisschen nach dem Motto abgeguckt von einem großen YouTuber-Kollegen, was ich mag, was ich nicht mag, gesagt, wo die großen Vor- und Nachteile des Konzepts sind. Also schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr euch wirklich für so ein Auto interessiert, weil ihr dann bewerten könnt, ob das Ganze für euch so funktioniert oder nicht. Was wirklich wichtig ist, glaube ich, oder was super schön ist, wenn man das Aufstelldach hat, ist das Skyroof, jetzt was über euch ist, weil das einfach für ein riesen Raumgefühl sorgt. Und auch wenn das Aufstelldach viel Licht des Fahrzeugs wegnimmt, hat man so einen richtig schönen, großzügigen Raum. Und die große Kunst an komplexen Umbauten ist ja, dass es hinterher immer aussieht wie vorher. Und deswegen ist das von innen ein ganz normaler Columbus geblieben, der zwar ein bisschen schicker ist als vorher, aber vieles von dem, was wir gemacht haben, seht ihr gar nicht. Zum Beispiel das Jena-Soundsystem. Du musst dich mal einmal umdrehen. Ich will das hier einfach nur mal zeigen. Wir müssen das so ein bisschen heute zwischen Tür und Angel machen. Wenn du einmal da vorne oben links in die Ecke führst, wenn wir ein Jena-Soundsystem nehmen, oben drauf, ne, höher, genau da, so am ausgestreckten Arm. Das reicht schon, danke. Das zum Beispiel ist eine Jena-Box, die drin ist. Dann ist oben links in der Ecke da noch ein neuer Hochtöner drin. Dann haben wir in den Türen natürlich Tieftöner und die Türen auch anders isoliert und unterm Getränkehalter noch einen zusätzlichen Subwoofer mit drin, der auch speziell auf das Auto angepasst ist. Und das Ganze macht Jena dann so, dass sie eine speziell auf den Ducato und das Ducato-Cockpit abgestimmte Endstufe haben und so wir quasi die High-End-Möglichkeit an Soundqualität haben, die in so einem Fahrzeug drin ist. Ich glaube, mehr als hier geht unterm Strich tatsächlich nicht, wenn man unterwegs schön Musik hören will.
vor allem in der Kombination mit dem originalen Ducato Radio, was hier natürlich Rückfahrkamera und all solche Dinge auch kann. Was wir umgebaut haben, ist einmal das ganze Thema Batterie. Wir haben hier eine super große Lithium-Batterie drin, in Kombination mit der 350 Watt Solaranlage, einem vernünftigen Ladebooster und dem normalen Netzladegerät, was ab Werk drin ist, ist das einfach was, was richtig, richtig gut dasteht und was, das weiß ich aus eigener Erfahrung, einfach uns 2 Jahre lang dazu geführt hat, dass wir nicht an Strom mussten. Ich denke, es hängt ein bisschen von der Jahreszeit ab und wie man reist, aber durch die riesen Solaranlage, durch die riesen Kapazität ist es einfach mega, was man hier machen kann. Was eine absolute Besonderheit ist und was wir, glaube ich, auch in noch keinem Video gehabt haben, ist, wenn wir in die Nasszelle gucken, kommt mal mit, haben wir im Columbus, wenn jemand eine Trenntoilette will, immer das Problem, dass wir sagen, hey, wie setzen wir Trenntoilette um? Und da ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt hier auf die Arvinger-Toilette umgebaut haben. Das heißt, ihr habt eine klassische Trenntoilette, die, ich weiß nicht, das Trenntoilettenprinzip ist den meisten von euch wahrscheinlich geläufig, zwischen fest und flüssig trennt, Typ 1 und Typ 2, wie man sagt. Weil wir bei der Columbus-Nasszelle immer das Problem hatten, dass der Raum nicht groß genug ist für die Trenntoiletten, die es so am Markt gibt. Und die Arvinger-Toilette, da blenden wir jetzt einfach nochmal 2, 3 Schwenks von der Toilette mit ein, ist halt so, dass wir den originalen Kassettenkorpus umbauen. Das heißt, die Optik der originalen Toilette bleibt erhalten und ihr habt einfach nur eine klassische Trenntoilette da drin. Und wenn man irgendwann sagt, das Konzept mag ich nicht oder ich will das Auto verkaufen und der neue Käufer mag Trenntoilette nicht, dann könnt ihr einfach wieder zurückbauen, weil die Teile nicht kaputt sind, sondern einfach nur wieder, das ist eine Stunde, dann sieht das wieder aus wie vorher. Damit es nicht im Auto riecht, kommt natürlich eine Sogtoilettenentlüftung dazu. So haben wir einfach noch ein zusätzliches Gebläse eingebaut, was mit einem kleinen Aktivkohlefilter nach draußen dafür sorgt, dass, wenn es müffeln könnte, alles abgesaugt und nach draußen gepustet wird. Also insgesamt auch da eine schöne Lösung. Ja, und dann zig Kleinigkeiten. Wir haben im Gaskasten hier hinten eine Monocontrol. Wir haben noch ein bisschen zusätzliche Details überall mit versteckt, aber im Großen und Ganzen ist es das. Und mir ging es vor allem heute darum, dass ich euch so ein bisschen zeigen wollte, was man aus einem Ducato alles rausholen kann. Wir können es jetzt leider hier nicht fahren. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann noch mal auf eine richtige Teststrecke gehen können und vielleicht einfach mal verschiedene Reifen und sonstiges gegeneinander testen können, weil ich nur aus eigener Erfahrung sagen kann, so wie das Auto hier steht, besser kann man einen Ducato nicht fahren. Großer Motor, Automatik, bestmögliches Fahrwerk. Vollluftfeder wäre vielleicht noch eine Option für den einen oder anderen, weil das andere Vor- und Nachteile hat und sicherlich auch ein riesengroßes Komfortplus in Sachen Fahren ist. Aber das ist dann eben auch nochmal eine andere Hausnummer und hat vor allem nicht diese Optik der Höherlegung und das etwas toughere an dem Gesamtpaket. Wir haben uns jetzt nochmal einen gemütlicheren Platz rausgesucht für die gemütlichen Stunden, die diversen Zettel an Details. Ich will nicht alles durchgehen, aber ich weiß ja, dass unter so einem Video immer steht, und was kostet der ganze Spaß? Und da wollen wir natürlich auch in dem Sinne kein Geheimnis draus machen, wobei man fairerweise sagen muss, jedes Auto ist individuell ausgestattet und wir können hier nur über Größenordnungen reden. Aber wenn, ihr habt ja gesehen, was alles gemacht wurde, am Ende ist das unterm Strich keine günstige Geschichte. Nehmen wir einfach den Columbus als normales Basisfahrzeug. Wir haben Columbus 180 PS mit allem, was Westfalia ab Werk so anbietet. Großes Chassis, Automatik, Metallic, Totwinkelassistent, Sitzheizung, großes Navigationsgerät, digitaler Tacho, Rückfahrkamera, Aufstelldach in Wagenfarbe, 350 Watt Solar, alles, was das Herz begehrt. Wenn ich das alles zusammennehme, dann habe ich ziemlich genau 100.000 Euro, die hier als Westfalia Columbus stehen. Einfach nur, um euch eine Größenordnung zu geben, so wie der Columbus am Anfang des Videos in Schwarz mit Stahlfelgen stand. Und dann kommt natürlich auch noch das Gesamtpaket. Und da muss man sagen, nur um zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal einzelne Punkte raus, Personenschutzbügel vorne, ungefähr 600 Euro. Die LED-Fernscheinwerfer, ungefähr 700 Euro. Kederleiste, Lithiumbatterie, das Jena Sounddesign-Paket. Das sind alles Punkte, da geht es schnell mehrere Hunderter bzw. Tausender hoch, sodass wir hier grob überschlagen eine Summe haben zwischen 15.000 und 20.000 Euro, die wir in Fahrwerks- und Felgenoptionen haben. Ein riesengroßer Batzen davon sind die Delta-Felgen, die dem Auto unfassbar gut zu Gesicht stehen, aber natürlich auch verhältnismäßig teuer sind.
Das Fahrwerk macht viel aus und es summiert sich einfach auf. Man muss ganz klar sagen, so wie es hier steht, steht hier unterm Strich auch eine ganze Menge Geld. Aber ich finde auch, dass es vieles davon einfach wert ist. Und da muss man auch sagen, es ist natürlich auch eine individuelle Lösung für jemanden, der es genau so haben will. Folierung ist ein bisschen quasi eine Frage, das hat der Kunde direkt mit dem Folierer gemacht. Da weiß ich nur ungefähr die Größenordnung. Ihr müsst davon ausgehen, dass ihr für so eine Vollfolierung eines Fiat Ducato, jetzt haben wir mit dem Aufstelldach sicherlich ein bisschen mehr als ein eigentlicher Ducato, irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Euro anlegen müsst. Wenn ihr es noch ein bisschen komplizierter haben wollt, vielleicht auch 5.000 Euro. Aber wie gesagt, wenn ihr euch für so eine Folierung interessiert, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da ist der Link zu unserem Folierer. Lieber guter Mann, hilft uns immer wieder gern. Und alles, was wir folieren lassen, lassen wir dort folieren. Insgesamt wollte ich euch einfach einen guten Eindruck davon geben, wie viel man machen kann. Und wenn man dieses Vorher-Nachher-Bild, ich weiß nicht, ob Vladi aus dem Video vom Anfang nochmal das erste Bild rausschneiden kann und einfach wirklich das nackte Auto, wie es ab Werk kam, und das Auto, wie es jetzt nebeneinander steht, dann glaube ich, hat sich jede Mühe gelohnt, die wir in dieses Auto gesteckt haben. Und das war unser Wort zum Feierabend. Wir genießen jetzt seit langem den ersten Sonnenschein, den wir hier zum Abend hin haben. Es fühlt sich fast wieder an wie Sommer. Und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Spätsommer mit ganz vielen schönen Fahrten. Für einige in diesem Fahrzeug, für andere in den eigenen und vielleicht ja auch bald in eurem eigenen. Wenn dazu Fragen sind, ruft uns einfach an, kommt vorbei. Bitte aber mit Termin, wir sind wenige und wir müssen uns ein bisschen drauf einstellen. Erstmal schöne Grüße aus Stove, bis bald. Und alles Gute.